Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten anfangen. Es ist leider nicht so voll geworden, wie wir uns versprochen hatten, aber dennoch voll genug, um hier eine gute Veranstaltung zu haben. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Rolf-Jürgen Koch. Ich bin der Kreissprecher hier vom Rheinisch-Bergischen Kreis und insofern verantwortlich für den heutigen Abend. Wenn Sie also Beschwerden haben, Wünsche oder sonstige Anregungen, wenden Sie also gerne an mich. Ja. Wir können dann gerne freue mich aufrichtig, dass es dennoch so voll geworden ist und hoffe, dass wir jetzt einen angenehmen Abend haben. Meine Damen und Herren, Deutschland steht vor einer historischen Wende. Dieses Jahr ist ein schicksalhaftes Jahr, ein schicksalhaftes Wahljahr, denn es wird sich entscheiden, ob die Zukunft Deutschlands in dem Sinne weitergeht, wie es sich vorzeichnet und wie Deutschland vor allem in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Darüber wird sich dieses Jahr die Wahl entscheiden. Wollen wir dieses Deutschland, wie es sich ankündigt, so weiterentwickeln oder soll es da eine Politikwende geben? Frau Göring-Eckardt von den Grünen freut sich ja darauf, dass Deutschland sich wandelt. Aber ich denke mal, die meisten Deutschen sehen diesen Wandel durchaus skeptisch und ahnen wahrscheinlich, dass es möglicherweise dieser Wandel auch an einer Katastrophe enden könnte. Wenn ich von Katastrophe rede, dann meine ich nicht die 2,1 Billionen Schulden, die mit Deutschland, Staatsschulden, die Deutschland mittlerweile hat. Ich meine damit auch nicht die 800 Milliarden Target-Schulden, die wir wahrscheinlich unwiederbringlich abschreiben müssen. Und ich meine auch nicht mit dieser Katastrophe die mehreren 100 Millionen, aber 100.000 von Migranten, die wir wahrscheinlich demnächst zu erwarten haben, aber spätestens nach der Wahl, wenn der Familienzuzug in Deutschland stattfindet und jeder der Migranten, die also berechtigt sind, ihre Familie nachzuholen, wird wahrscheinlich 4 bis 5 Familienmitglieder hier ins Land bringen, sodass wir also nach der Wahl schon mal mit 2 Millionen Neubürgern rechnen können, die im Grunde ja nur, die wir dann zusätzlich durch unser Sozialsystem alimentieren müssen. Ich meine mit der Katastrophe, die auf uns zukommt, auch nicht die mittlerweile auf 1 Billion angewachsenen Kosten für die Energiewende, die wir aufwenden müssen mittlerweile, und auch nicht die Enteignung der Sparer durch die EZB, durch die Nullzinspolitik. Das alles, meine Damen und Herren, ist schon schlimm genug. Ich meine auch nicht die systematische Zerstörung der deutschen Automobilindustrie durch den sogenannten Dieselskandal. Das alles, meine Damen und Herren, ist verheerend und skandalös. Aber es wäre durch eine vernünftige Politik, eine rationale Politik, noch
wahrscheinlich beherrschbar, zumindest in weiten Teilen. Was ich meine mit dieser Katastrophe, die wahrscheinlich Deutschland heimsucht, ist, dass die Deutschen scheinbar all dieses widerspruchslos hinzunehmen bereit sind und sich nicht dagegen wirklich wehren. Das kommt daran zum Ausdruck, dass sie ständig, sage ich mal, bereit sind, die Regierung, die diese Fehler alle verursacht hat und zu verantworten hat, bereit sind, wieder zu wählen. Immer wieder und nichts daraus auch bereit sind zu lernen. Und das ist die eigentliche Katastrophe für Deutschland. Darin zum Ausdruck kommt natürlich eine weitgehende Realitätsverweigerung, die durch 70 Jahre Umerziehung zustande gekommen ist und heute bis zur Selbstverleugnung des eigenen Staates und bis zur Selbstverleugnung der eigenen Identität geht und durch ideologische Indoktrination ergänzt wird, gegen die kein Kraut gewachsen zu sein scheint. Meine Damen und Herren, die AfD ist dafür angetreten, dass Deutschland wieder dieses ändert und die Interessen der eigenen Bevölkerung wieder artikuliert und auch politisch wahrnimmt. Und in diesem Sinne, denke ich, sollten wir den heutigen Abend sehen, und dieses ist die Auftaktveranstaltung oder zumindest also ein Baustein, diesen Bewusstseinswandel in den Köpfen der Bevölkerung herbeizuführen. Und hoffe, und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen interessanten Abend. Stellen Sie die Fragen, die Ihnen am Herzen liegen, unseren Referenten, und freue mich auf eine lebhafte Diskussion und übergebe damit an unseren Moderator des heutigen Abends, an Herrn Martin Schiller. Ganz außer Atem hier, so ein weiter Weg zur Bühne. Ja, von meiner Seite noch einmal einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie erschienen sind. Und es ist immer wieder schön, hier Wahlkampf zu machen in Nordrhein-Westfalen, auch hier mit Ihnen. Es ist schön zu sehen, wie engagiert, wie kämpferisch hier in Nordrhein-Westfalen von der AfD Wahlkampf gemacht wird. Und deswegen auch von meiner Seite aus hier herzlich willkommen und einen schönen Abend. Gut für uns. Wir sprechen halt genau die Themen an, die den Bürgern am Herzen liegen. Wir merken das, die Umfragewerte sprechen ja auch schon recht deutlich für uns. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir dann am 24.09. als drittstärkste Kraft mit einem satten zweistelligen Ergebnis in den Deutschen Bundestag einziehen. Schön, hier in einem Wahlkreis zu sein, der eine ja, so hohe Promi-Dichte hat. Ich wusste das gar nicht, dass aus diesem Wahlkreis dieser Star-Verkäufer der FDP, dieser Florian Silbereisen-Verschnitt da, der mit der Hemdenwerbung immer, dieser, wie heißt noch, Christian Lindner, dass der hier seinen Wahlkreis hat und Wolfgang Bosbach seinen Wahlkreis hier hatte. Ein bisschen schade ist es, aber eigentlich brauchen wir ihn auch nicht mehr, denn wir haben ja unseren Direktkandidaten, nämlich Roland Hartwig. Ja.
63 Jahre alt, hat 5 Kinder, erst geboren in Berlin, aufgewachsen in Baden-Württemberg. Nach dem Abitur und nach dem Wehrdienst macht er ein Studium der Rechtswissenschaften, war dann tätig beim Max-Planck-Institut für das internationale Strafrecht und er machte dort seine Promotion über das Thema Bestechung als wirtschaftliche Straftat. Seit 1984 war er dann tätig in einem großen internationalen Unternehmen und unter anderem dort zuständig für Patente, Versicherungen, Lizenzen und Personal. Er hat viel Auslandserfahrung, Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Er hat also ganz im Gegensatz zu den vielen anderen Berufspolitikern fachliche Kompetenz, er hat Ahnung, er hat Berufserfahrung, er hat eine große Expertise. Begrüßen wir Dr. Roland Hartwig. Herzlichen Dank für die nette Einführung. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name, Roland Hartwig, wurde schon genannt. Ich wurde 1954 im schönen Berlin geboren, da wo ich sehr gerne ab Herbst auch wieder als Abgeordneter arbeiten würde. Ich möchte noch ergänzen zu den einführenden Worten von Martin. Ich bin im Mai 2013, also früh, in die AfD eingetreten. Ich hatte zuvor 2010 das berühmte Buch von Guido Sarrazin gelesen, Deutschland schafft sich ab. Ich habe das 2010 für eine plakative Übertreibung gehalten. 2013 war ich mir nicht mehr so sicher und heute muss ich sagen, ich bin überzeugt davon, Deutschland schafft sich tatsächlich ab. Es sei denn, es tritt eine politische Kraft auf die Bühne, die bereit und in der Lage ist, das zu verhindern. Und da gibt es im Augenblick nur eine einzige politische Kraft, die das könnte, nämlich uns, die Alternative für Deutschland. Ich habe 5 Kinder, davon sind 4 auch Juristen oder werden es, das scheint ein Gen in der Familie zu sein. Ich möchte, dass diese Kinder auch in einem offenen, freien, demokratischen Land leben können, so wie ich das getan habe. Ich habe, das muss ich einräumen, eine Gemeinsamkeit mit Frau Merkel, nämlich das Geburtsjahr 1954. Und damit hört es aber auch schon komplett auf. Während die Familie von Frau Merkel 1954 von Hamburg in die DDR zog, weil sie offensichtlich glaubte, dass das das bessere Deutschland ist, ist meine Familie 1960 aus Ost-Berlin, wo ich geboren wurde, in den Westen geflohen. Und meine Eltern haben viel auf sich genommen, damit wir Kinder in Demokratie und Freiheit leben können. Zuchthaus in Bautzen drohte Berufsverbot und auch die Wegnahme der Kinder, denn Republikflucht wurde nach damaligem Recht hart bestraft. Sie haben es getan für ein Leben in Demokratie und Freiheit und ich bin Ihnen dafür heute noch dankbar. Aber Demokratie und Freiheit sind auch heute wieder ernsthaft bedroht. Schauen wir uns doch mal an, wie man mit unseren Politikern umgeht. Es regt sich niemand mehr auf, wenn die Häuser unserer Leute beschmiert werden, wenn Autos unserer Spitzenfunktionäre abgefackelt werden, wenn Spitzenpolitiker unserer Partei angegriffen und zusammengeschlagen werden, wie unter anderem der Fraktionsvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Herr Junge. Wo bleibt denn da der Aufschrei der Medien und der Politik? Wo bleibt bitte da Herr Steinmeier, der ja alles einigen will mit klaren Worten? Ich habe nichts gehört. Oder ein Gesetz mit dem technischen Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist Zensur, meine Damen und Herren. Es soll Hasskommentare in den sozialen Medien unterbinden. Aber was bitte sind denn Hasskommentare?
Wenn es strafbare Kommentare sind, dann gibt es auch heute schon ein Strafrecht, das das ahndet. Unter Beleidigung oder sogar Volksverhetzung. Und hier sind Juristen oft überhaupt nicht einig, ob die Aussage tatsächlich strafbar ist oder nicht. Ich darf daran erinnern, dass es straffrei möglich ist, uns Deutsche als Köterrasse zu bezeichnen. Das muss man auch erstmal begreifen. Hamas ist hier einen anderen Weg gegangen. Er hat ein Gesetz durch den Bundestag gebracht, wonach die Betreiber von sozialen Foren, Google, Twitter, Facebook, auf Anforderung Hasskommentare löschen müssen, ohne genau zu sagen, was Hasskommentare bitte sind. Und wenn sie das nicht tun, dann droht diesen Unternehmen eine Strafe von bis zu 50 Millionen Euro. Was werden also Unternehmen tun? Sie werden im Zweifel löschen. Und das geht in allererster Linie gegen uns, denn wir sind im Internet die stärkste Partei, die Partei, die am meisten Zuspruch bekommt. Und man stellt Hunderte von Mitarbeitern ein, um zu löschen. Was bislang der Justiz vorbehalten war, wird nun auf dem kalten Wege von Unternehmen durchgeführt. Das ist ein Skandal, aber es ist Praxis in Deutschland 2017. Wir werden am 24.09., und da gibt es keinen ernsthaften Zweifel, in den Deutschen Bundestag einziehen. Ich bin davon überzeugt, mit einem satten, zweistelligen Ergebnis. Und das ist auch unbedingt erforderlich, denn seit Jahrzehnten gibt es im Deutschen Bundestag keine echte Opposition mehr. Die Altparteien sind beliebig austauschbar. Das sehe ich bei den Podiumsdiskussionen, wo man sich im Prinzip selbst die Vorlagen gibt. Das sehen wir aber auch an den Landesregierungen. Ich darf daran erinnern, in Thüringen regiert ein Ministerpräsident der Linken, unterstützt durch eine Koalition mit der SPD und den Grünen. In Brandenburg regiert ein SPD-Ministerpräsident, unterstützt von den Linken. In Baden-Württemberg ist die CDU Juniorpartner einer Regierung mit den Grünen. Die FDP unterstützt in Schleswig-Holstein eine Regierung mit der CDU und den Grünen. Diese gleiche FDP ist aber in einer Koalition in Rheinland-Pfalz mit der SPD und den Grünen. Das ist doch beliebig austauschbar. Wir werden nicht in diese Kategorie hineingehen. Wir werden eine harte und klare Opposition im Bundestag bilden. Von einer Zeitung gefragt worden, wenn ich die Freude, die Gelegenheit hätte, Frau Merkel unter vier Augen zu sprechen, was würde ich ihr dann sagen? Ich habe länger nachgedacht. Meine Antwort ist, ich würde zwei Dinge sagen. Zum einen würde ich ihr sagen, ich bin absolut fassungslos über ihre Dreistigkeit, nach den letzten vier Jahren ihrer Regierung erneut für die deutsche Bundeskanzlerschaft zu kandidieren. Und zum Zweiten würde ich Sie fragen, ob ihr eigentlich bewusst ist, welche nachhaltigen Schäden Ihre katastrophalen politischen Fehler in Deutschland angerichtet haben und weiter anrichten werden. Und das, obwohl sie einen Amtseid geschworen hat, ihre ganze Kraft dem Wohl des deutschen Volkes zu widmen. Und da steht immer noch im Grundgesetz, des deutschen Volkes zu widmen, auch wenn sie seit einiger Zeit nur noch von denjenigen spricht, die schon länger hier leben. Frau Merkel hat eine bemerkenswerte negative Bilanz, obwohl sie das nicht so sieht. Lassen Sie mich nur ein paar Schlagworte anbringen. Sie hat einseitig die Grenzen geöffnet. Sie hat es zugelassen, dass Hunderttausende, vermutlich Millionen von Immigranten illegal in unsere Sozialsysteme einwandern. Man hat uns am Anfang erzählt, dass sind Facharbeiter. Die deutsche Wirtschaft wird einen Boom nehmen.
Wir können geradezu froh sein, dass diese Menschen zu uns kommen. Und heute wissen wir, dass 60% dieser Menschen keinen Schulabschluss haben und 80% keine Berufsausbildung. Das heißt, sie wandern direkt in unsere Sozialsysteme ein, die wir nicht für sie geschaffen haben, sondern für uns. Die Folge ist unter anderem ein Verlust der inneren Sicherheit und auch der Freiheit. Wir schützen nicht nur unsere Außengrenzen, dafür schützen wir jetzt all unsere Straßenfeste, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte. Was ist denn das für eine Politik? Es wurde mal ein Vertrag geschlossen, als der Euro eingeführt werden sollte, nämlich der Vertrag in Maastricht, der sagte, es gibt und es darf keine Übernahme ausländischer Schulden geben. Und was erleben wir? Das krasse Gegenteil. Wir haben 80 Milliarden Euro in Griechenland, die wir nicht wiedersehen werden. Wir haben über die Tage zwei Seiten große Außenstände, unter anderem 300 Milliarden Euro in Italien. Und das bei einer Staatsverschuldung von 2,1 Billionen Euro. Das ist eine riesengroße Zahl, die vielleicht plastisch wird, wenn man sich mal vorstellt, 50-Euro-Scheine, die Sie alle kennen, aufeinander zu stapeln. 50-Euro-Scheine. 2 Billionen Euro sind ein Turm von 4.000 Kilometern. Glaubt denn ernsthaft jemand, dass diese Staatsverschuldung noch zurückgezahlt werden kann? Nein, sie wird vermehrt. Und gleichzeitig bedroht man unser Bargeld, möglicherweise auch vor dem Hintergrund eines Tages einen Schuldenschnitt durch einen Währungsschnitt vornehmen zu können. Und wenn Sie dann durch das Land fahren, nach dieser Bilanz, und sich die CDU-Wahlplakate anschauen, das ist Satire pur. Da lässt sich Frau Merkel auf dicken, fetten Plakaten mit einem breiten Grinsen abbilden und der Aussage für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Ja, was macht sie denn mit diesem Land? Eine Partei, die mehrheitlich dafür ist, die Ehe für alle zuzulassen, schreibt doch tatsächlich auf die Wahlplakate für mehr Respekt vor Familien. Ja, geht's denn noch? Und dann kommt der absolute Brüller. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wäre ich fast von der Straße abgekommen. Da lacht mir doch ein Plakat entgegen der CDU, auf dem steht, für Sicherheit und Ordnung. Wie dumm hält man uns eigentlich? Frau Merkel wird wahrscheinlich eines Tages in die deutsche Geschichte eingehen, als die Kanzlerin des Ausstiegs. Sie ist einseitig ausgestiegen aus der Kernenergie aufgrund eines Tsunamis in Japan. Über die Logik müssen wir nicht diskutieren, es gibt keine Logik. Frau Merkel ist ausgestiegen aus der Grenzsicherung. Frau Merkel ist ausgestiegen aus der inneren Sicherheit. Frau Merkel steigt möglicherweise auch noch aus der Benzinindustrie, dem Automobilindustrie mit Benziner. Meine Damen und Herren, das sind alles Ausstiege, die unserem Land schaden. Es gibt nur einen einzigen Ausstieg, den wir uns wünschen würden, nämlich den Ausstieg von Frau Merkel aus der Politik. Und werden es auch bekommen, ein starkes Wahlergebnis am 24.09. Dann wird das kein Ausstieg, sondern ein Einstieg in den Ausstieg von Frau Merkel. Und deshalb stehe ich hier und bewerbe mich für ein Mandat im Bundestag. Ich habe 33 Jahre hart gearbeitet, eigentlich an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen. Ich kann nicht und ich will nicht zusehen, wie man dieses Land weiter abschafft. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung in Gesprächen mit Bekannten und Freunden und vor allem
am 24.09. machen Sie Ihre beiden Kreuze, die erste und die zweite Stimme, an der richtigen Stelle. Ja, vielen Dank, Dr. Hartwig. Bleibt noch ein bisschen hier, vielleicht können wir uns so ein bisschen unterhalten. Sie stehen ja sozusagen mit Ihrem Gesicht hier als Direktkandidat für Bergisch Gladbach, aber Sie stehen ja auch auf Listenplatz 14 zur Bundestagswahl und damit ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Bundestag. Und da stellt sich die Frage, was sind so Ihre Schwerpunkte im Bundestag für den Fall Ihrer Wahl? Ja, ich bin ja von Haus aus Jurist und für mich ist ein klarer Schwerpunkt, die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland wiederherzustellen. Sprich, die zahllosen Rechtsverletzungen, die man vorgenommen hat, zu beenden und darauf hinzuwirken. Ich habe schon gesagt, der Vertrag von Maastricht ist gebrochen worden. Die Übernahme ausländischer Schulden ist rechtswidrig. Die Öffnung der Grenzen ist rechtswidrig. Da gibt es ja sogar ein Gutachten, ich glaube sogar mehrere Gutachten, von ehemaligen Richtern des Bundesverfassungsgerichtes. Die hat ein Ministerpräsident in Bayern in der Schublade, die klar sagen, die Öffnung der Grenzen und die unkontrollierte Zuwanderung ist rechtswidrig. Ein Staat, ein souveräner Staat, muss seine Außengrenzen schützen. Was ist aus dem Gutachten geworden? Altpapier. Und deshalb sollten wir auch nicht in irgendeiner Form darauf vertrauen, dass Herr Seehofer, der ja im Augenblick wieder gegen den Familiennachzug ist, oder doch vielleicht eine Obergrenze oder nicht eine Obergrenze fordert, das wirklich durchhält. Für mich ist Herr Seehofer eigentlich ein klassisches Beispiel für einen bayerischen Löwen, der in München brüllt, dort abspringt und in Berlin regelmäßig als Geldvorleger landet. Innere Sicherheit angesprochen. Und an welche Maßnahmen denken Sie denn bei dem Thema, um die innere Sicherheit wiederherzustellen? Ja, zunächst mal die Kontrolle über die Grenzen wiederherzustellen. Das heißt nicht, dass es ab sofort dann wieder sehr erschwert wird, ins Ausland zu reisen. Die Freizügigkeit in Europa soll natürlich erhalten bleiben, aber wir können und müssen die Grenzen kontrollieren. Jeder kann im Augenblick unkontrolliert einreisen. Und jetzt will man uns erzählen, das sei gar nicht möglich, die Grenzen zu kontrollieren. Das ist Unsinn. Zur Vorbereitung des GSG-20-Gipfels hat man Grenzkontrollen durchgeführt und im Handumdrehen einige hundert Haftbefehle vollstreckt. Es geht also, wenn man es machen möchte. Wir wollen das natürlich. Grenzkontrollen sind das Erste. Das Zweite, was wir uns überlegen müssen, wenn wir unser Strafrecht anschauen, dann sehen wir in weiten Bereichen eine Kuscheljustiz. Milde Urteile, selbst für Wiederholungstäter. Ich habe im Strafrecht promoviert. Es gibt auch so etwas wie eine abschreckende Wirkung des Strafrechts. Aber wenn die nicht da ist, dann fühlen sich viele doch geradezu ermutigt, es wieder zu tun, was sie vor Gericht gebracht hat. Also eine deutlich härtere Justiz, die vor allen Dingen Wiederholungstäter wesentlich stärker zur Verantwortung zieht. Ein dritter Punkt. Hier kommen Hunderttausende von Menschen zu uns und sie nutzen unser Gastrecht. Wenn diese Menschen strafbar werden gegen uns und es liegt nicht ein klarer Asylgrund vor, dann haben diese Menschen das Gastrecht verwirkt, unser Land umgehend zu verlassen. Zu Hause jeden Gast rausschmeißen, der anfängt, ihre Tochter zu belästigen und ihr Silbergeschirr zu stehlen, oder nicht? Und dann schauen wir uns mal an das Thema Terrorbekämpfung. Fall Amri, Berliner Weihnachtsmarkt, der war ja bekannt. Aber die Behörden sind in einem Wust von Vorschriften offensichtlich nicht in der Lage gewesen, diese blutige Tat zu verhindern. Wir müssen systematisch und am besten noch europaweit alle Informationen über Gefährder, potenzielle Terroristen sammeln.
zusammenführen. Wir müssen diese Menschen lückenlos überwachen. Wir müssen sie so schnell wie möglich aus Europa entfernen. Und notfalls müssen wir die Folge auch präventiv in Haft nehmen. Denn wir als Bürger haben ein Recht darauf, vom Staat geschützt zu werden vor Kriminalität und Terror. Nur deshalb gibt es ein Gewaltmonopol des Staates, aber er muss uns dann auch schützen und darf uns nicht einreden, dass wir uns daran gewöhnen sollen. Ja, Herr Dr. Hartwig, vielleicht noch mal einen kleinen Schwenk weg zum Thema, vielleicht zu einem anderen Thema. Dritte Frage, letzte Frage an Sie, Thema Soziales. Welche vorrangigen Ziele sehen Sie da im sozialen Bereich? Also was ich besonders bedrückend empfinde, ist die Armut, die Kinderarmut und die Altersarmut in unserem angeblich so reichen und wohlhabenden Land. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben oder die Kinder großgezogen haben, ihr Alter in Armut verbringen müssen. Das ist doch nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen also sehen, dass wir diese Menschen ganz anders unterstützen. Wir denken ja auch daran, Frauen, die sich bewusst für Kinder entscheiden, mit Rentenansprüchen auszustatten, damit sie den finanziellen Nachteil, nicht berufstätig gewesen zu sein, kompensieren können. Also Kinderarmut und vor allem auch Altersarmut sind Themen, die wir ganz besonders intensiv anpacken sollten, um hier wieder soziale Gerechtigkeit in diesem Land herzustellen. Die SPD sagt zwar, es sei Zeit dafür, aber was hat sie denn in den letzten 40 Jahren gemacht? Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Herr Dr. Roland Hartwig, für Ihre Rede, für Ihre Antworten. Und ich würde sagen, wir verabschieden Sie mit einem kräftigen Applaus. Viel Erfolg beim Wahlkampf.